Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und heute mache ich ein kleines Tutorial und zwar wie man Mods von Transport für 1 in Transport für 2 konvertiert. Wie viele wissen, gab es ja dieses neue Sommer-Update und ja, also da gab es ja dieses Update und ja, da funktioniert jetzt leider nicht mehr mit dem Konvertieren, wie es früher mal funktioniert hat, weil es hat sich ja was beim Menü was getan, um Performance zu schonen. Und ja, da will ich euch erstmal zeigen, wie man mit der allerneuesten Version von Transport für 2 Mods von Transport für 1 konvertiert. Und ja, fangen wir direkt mal an und Intro ab. So, als erstes sucht ihr euch ein Entpackungsprogramm, also irgendein Programm, womit ihr Dateien entpacken könnt. Also, ich benutze zum Beispiel 7-Zip, das ist komplett kostenlos, oder viele benutzen natürlich auch WinRAR. Also ihr müsst natürlich hier drauf gehen und einfach, ist natürlich eine Excel-Datei und die müsst ihr natürlich ausführen und bla bla bla, ich glaube, das kennt jeder. Auf jeden Fall, wenn ihr dann das Programm habt, sucht ihr euch irgendeinen beliebigen Mod von Transport für 1. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Asset, hier einen wunderschönen Ringlockschuppen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oder nee, nicht Ringlockschuppen, sondern einfach ganz normaler Lockschuppen. Also hier sieht für mich eigentlich komplett schön aus. Möchte ich haben. Gut. Den laden wir uns erstmal herunter, also wie wir das ja kennen. Und als nächstes holen wir uns diesen Konverter hier. Also wartet, so. Hier TPF1, TPF2, Konvertier. Den holt ihr euch. Also ihr drückt ja einfach auf Herunterladen, wie wir das kennen. Und hier holt ihr euch Konverter-0-17.zip. Die holt ihr euch, drückt die drauf und dann wird es heruntergeladen. Gut, kommen wir zum nächsten Schritt. So, als erstes sucht ihr euren Mod-Ordner. Also, ich glaube, viele werden das wissen, wo der Mod-Ordner ist. Bei den meisten ist das natürlich hier bei lokaler Datenträger, Programme x86, Steam, wo ist es? Steam Apps, Common. Und hier wäre der normalerweise drin. Bei mir ist es bei Volumen, Spiele, Steam Apps, Common. Und da findet ihr ja euren Transport für 2 Ordner. Dann gibt es hier diesen Mod-Ordner, der ist ganz wichtig, den brauchen wir. Und da seht ihr das auch schon. Ich habe hier schon mal die zwei Sachen reingepackt. Also hier einmal den Konverter und einmal den Mod, den wir konvertieren wollen. Als erstes markieren wir die beiden Sachen. Also die das mit 7-Zip machen, die müssen das natürlich hier erstmal markieren und 7-Zip hier entpacken. Also nicht Datei entpacken, sondern hier entpacken. Diese ZIP-Datei brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, die andere eigentlich auch nicht, aber die lassen wir vielleicht sogar hier drin. Falls wir nochmal andere Mods konvertieren wollen, die wird auch nicht mitgenommen oder so. Wir lassen die einfach hier drin und wir suchen uns erstmal unseren Konverter. Der ist hier bla bla bla, TPF2, Konvertier, -0. Ja, den suchen wir uns, gehen wir einfach hier drauf und sehen hier den Unterstrich vor User Unterstrich. Da drücken wir hier drauf und da finden wir die Lua-Datei. Da drücken wir einmal drauf und machen einen Rechtsklick und machen entweder ausschneiden oder kopieren. Also ausschneiden bedeutet, er nimmt es aus dem Ordner raus, kopieren, er kopiert es, also das bleibt natürlich hier in den Ordner dann drin und er kopiert es einfach in den anderen Ordner. Also wir machen jetzt mal für das Video ausschneiden, also er nimmt es von den Ordner raus und da suchen wir kurz unseren Mod, oder wie hieß er, mit J, hier. Der große Lokschuppen.
Und jetzt kommen wir schon zum nächsten Schritt. Wir sehen hier doch unsere Modlur. Die war ja bei den Konverter auch mit drin. Aber das ist jetzt die Modlur von diesem Mod. Die markieren wir jetzt, machen wir jetzt so, dass wir sie umbenennen können. Also machen jetzt zum Beispiel bei Mods einfach eine 1 dahinter. So. Als nächstes machen wir einen Rechtsklick und drücken hier auf Einfügen. Sozusagen haben wir jetzt die Datei, die hier schon drin war, umbenannt, dass die andere Datei hier reinkommt. Also, weil die heißen ja normalerweise alle beide normalerweise Mod. Sonst werden die ja ersetzt und das wollen wir ja nicht. Und ja, ich würde sagen, als nächsten Schritt starten wir erstmal einen Transportführer 2. Ja, das geht ja jetzt eigentlich ganz schön schnell, also fix, wie wir sehen. So, gut. Wollte nur kurz mal gucken. Dann drückt ihr hier auf freies Spiel. Also nicht auf Spiel geladen oder Kampagne oder fortsetzen. Jetzt drückt auf freies Spiel. Also jetzt, weil wir auf freies Spiel klicken, keine Angst, ihr könnt diese Mods natürlich dann in eure Safe Games, also die Spiele, die ihr jetzt schon, also die Maps, die ihr jetzt schon bearbeitet, könnt ihr natürlich dann auch mit reinnehmen. Wir brauchen nur erstmal diesen freies Spiel, das brauchen wir jetzt erstmal. Warten kurz natürlich, bis es halt geladen hat und drücken hier auf Weiter. Und als nächstes drückt ihr hier auf Benutzer definiert. Es lädt kurz etwas. So, und drückt dann hier auf Einstellungen. So, jetzt sehen wir hier unseren Mod, also einmal den Konverter und einmal die Mod. Wir aktivieren zuerst den Konverter, also wir drücken hier erstmal den Konverter, den schalten wir zuerst ein. Und dann schalten wir User, Mod und .lua 1.1 oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall, wir schalten dann das als zweites ein. Das ist wichtig. So, es kann jetzt passieren, dass das hier erscheint, also dass hier das Rädchen erscheint und dass er uns einfach aus dem Spiel rauswirft. Also, dass wir einfach auf den Desktop landen. Aber durch die Taskleiste sehen wir ja hier, oh, das Spiel ist ja noch offen, also es ist nicht abgespielt, keine Angst. Also ihr müsst ja einfach hier drauf drücken, da läuft es nämlich noch und jetzt sind wir wieder hier drin. So, also es ist nicht abgestürzt. Jetzt könnt ihr meinetwegen wieder das alles deaktivieren, also das war es eigentlich schon vom ersten Schritt hier. Wir sind natürlich noch nicht fertig. So, dann drücken wir hier auf Zurück. Auf Zurück. Nochmal auf Zurück und beenden. Also, wir schließen das Spiel. So, warte, ihr seht kurz nichts. So, jetzt seht ihr wieder was. Hier sehen wir jetzt in diesem Mod-Ordner sehen wir jetzt, hier ist eine weitere Lua-Datei entstanden. Also hier, diese Datei ist neu entstanden hier. Transfer-log. Wenn ihr diese Datei da habt, dann könnt ihr schon mal fröhlich sein, dass es schon mal auf den ersten Punkt geklappt hat. Gut, als nächstes, warte, ich mach kurz noch das hier weg. Als nächstes löschen wir Mod. Also diese Datei haben wir ja von den Konverter hier reingefügt. Deswegen mussten wir ja die Datei, die hier schon drin war, umbenennen. Weil die ja gleich heißen. So, jetzt löschen wir die Datei, die wir hier reingefügt haben. Von den Konverter und diese Mod.1, die wir ja umbenannt haben, nennen wir einfach wieder Mod. Also es ist sozusagen wie nichts gewesen, außer dass hier ja hier Transfer-Log noch mit entstanden ist. So, jetzt starten wir einmal wieder Transportfieber. So,
Und jetzt könnt ihr natürlich eure Maps wieder laden, also hier Spiel laden. Deswegen habe ich ja bei freies Spiel schon gesagt, ihr könnt dann hier die Mods auch wieder mit einbinden. Das war ja hier jetzt, was war das? großer Lokschuppen, okay. Jansch. Da ist er. Nee, nicht den Ringlokschuppen, sondern der Lok. Oder Lokschuppen. Da ist er. Hier, jetzt steht ja auch nicht mehr Modlur, jetzt steht auch hier der komplett volle Name. 1.1, das kann euch mal unterschiedlich sein. Hier steht auch schon das Bild. Es kann auch manchmal sein, dass gar kein Bild da ist. Also, warte, ich kann es ja euch mal zeigen. Zum Beispiel bei SM1. Ich habe schon mal ein paar andere Mods konvertiert. Das sehen wir jetzt hier. Ist kein Bild da. Aber die Mod funktioniert trotzdem. Also, keine Angst, wenn da kein Bild da ist. Diese Mod wird trotzdem funktionieren. Also vorab ist auch gesagt, es wird jetzt nicht jede Mod funktionieren, die ihr konvertiert. Also vor dem Video wollte ich eigentlich die Feuerwehr-Mods da konvertieren. Hab's aber nicht richtig. Also hat nicht richtig geklappt, aber ja. Wie gesagt, es funktioniert halt nicht jede einzelne Mod. Das muss halt gesagt sein. Und ja, ihr müsst euch da selbst etwas rumprobieren. Also hier habe ich noch No Cost und sowas aktiviert. Und wir starten jetzt einfach das Spiel. Und da lädt es kurz. Ich packe euch ja natürlich die ganzen Links in die Videobeschreibung. Also natürlich packe ich euch auch den Mod in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch da direkt mal mit ausprobieren. Also ihr seht es ja, wenn das Spiel jetzt einwandfrei gestartet hat und der Mod richtig funktioniert, dann packe ich euch das natürlich in die Videobeschreibung. Und da könnt ihr euch direkt mal mit diesem Mod vergnügen und euch mal daran austesten, ob es bei euch dann geklappt hat. Ihr schreibt, wenn es nicht geklappt hat, dann schreibt ihr mir bitte mal dann in die Kommentare, woran ihr dann gescheitert seid. Also da kann ich euch dann vielleicht helfen. Meinetwegen könnt ihr dann auch auf meinen Discord kommen. Schreibt dann einfach bei den Kommentar meinen Discord-Link. Da können wir dann mal zusammen drüber reden und dann eine Lösung finden. Gut, ich switche mal kurz auf die Spielaufnahme. So, ich habe jetzt auf die Spielaufnahme gewechselt und jetzt ruckelt es natürlich auch nicht, weil... So, ist auch egal. Darum soll es nicht gehen. So, und jetzt müssen wir ja eigentlich einfach nur noch auf Gebäude... Ah, wo ist es? Oder ist es doch bei Assets? Ja, ist bei Assets. Und da sehen wir ihn. Da haben wir unseren Ringlokschuppen. Können natürlich hier auch noch... warte, was können wir da noch alles einstellen? Achso, ja, hier. Durchgang können wir auch noch einstellen. Es funktioniert komplett auch ganz gut. Und ja, wir bauen mal hier hin. Können natürlich dann auch noch Gleise reinlegen. Also hier würde... So... Spitzkern können wir natürlich dann auch noch reinlegen. Aber darum soll es ja auch nicht gehen. Auf jeden Fall, wir sehen, es hat geklappt. Ich packe euch dann auch alles in die Videobeschreibung, auch den Mod. Wie gesagt, da könnt ihr euch dann selbst auch ausprobieren an den Mod. Und ja, würde sagen, können vielleicht nochmal ein bisschen ranzoomen. Warte, ein bisschen weiter weg. So. So. Perfekt. Und ja, da würde ich sagen, war es das jetzt auch schon vom Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Falls ja, gebt doch gerne einen Daumen nach oben da. Also gebt gerne einen Daumen nach oben, falls euch das Tutorial gefallen hat. Ja. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Ist natürlich komplett kostenlos. Und vergesst natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Weil es gab hin und wieder mal wieder einen kleinen Ausfall bei den Videos. Weil, ja, ich war am Freitag oder Donnerstag, fing es glaube ich schon an, war ich krank. Also es ging mir nicht so gut. Also ich hatte halt Schnupfen und so. Deswegen kamen halt auch keine Videos. Auf jeden Fall, ja, jetzt wisst ihr aber auf jeden Fall Bescheid. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt vom Video. Haut rein.
bis zum nächsten Mal und tschüss.